Hallo und willkommen zurück bei Vampire, die Maskerade. Und wir sind immer noch in dem Wiener Haus und da steht noch ein Lord. Ich fasse es nicht. Ich finde das auch überhaupt nicht in Ordnung. Aber, was ich dazu sagen muss, oder ja, was man da mal so dagegen halten muss, es waren relativ wenig bis jetzt. Wenn man das mit der Bibliothek vergleicht. waren es doch relativ wenig. Und hier ist nur einer und der kleine Sack da, der da noch war, der wollte halt nicht. Finde ich auch gut. Aber was man in dem Spiel so alles an Blut säuft, ja, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, man verbraucht halt auch viel durch die Magie, aber... Oh, jetzt wollte ich gerade aufhören, weil ich mir dachte, oh, ist ja gleich Schluss, aber... Den wollten wir ja leer saugen. Bis auf den letzten Tropfen. Das sind schon richtig hässliche Typen, ne? So, gleich ist er Staub. Sich aus dem Staub gemacht. Ha. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht noch einer. Oh, da haben wir das nächste schon. Das war ja... Das hätte ich ja eigentlich dann schon in der nächsten... noch in der letzten Folge machen können. Oh, das gibt's ja jetzt echt nicht. Ja, dann hör auf, deine ganzen Fähigkeiten hier rauszukloppen wegen diesem einen Scheißding. Also... Der kommt ja... eh angerannt. Na, dann benutzt es halt. Der Hunger wächst in mir und mein Tod in mir. Toll. Super gemacht, Christoph. Christoph. Ja, jetzt ist er aber flink. Zur Hölle mit euch! Und die kriegen es einfach nicht hin. Zur Hölle mit euch! Ey, das ist echt nicht wahr. Jetzt hatte ich schon wieder so wenig Blut. Was ist denn los mit der Alten? Die regt mich auf. Was ist los mit euch? Cool, da haben wir schon das zweite. Ich verstehe gar nicht, warum die Bibliothek so heftig war. Und da geht's jetzt Höhle der Tremere-Gargülen. Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Da werde ich aber kurz so machen. Erstmal den ganzen Mist verkaufen. Ja, doch verkaufen. Ach so, wir sind ja doch relativ weit weg. Ich weiß gar nicht, ob man nach Wien nochmal nach Prag zurückkommt. Aber eigentlich schon. Doch, muss ja. Ja, voll. Nö, ich habe keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Also theoretisch würde ich sagen, wir müssen ja dann irgendwie nochmal zu Ekaterina. Ein bisschen erzählen, was so eigentlich los war. Hier verirre ich mich zum Glück nicht immer so viel. Oder überhaupt. So, hi. Seid gegrüßt. Ganz viel cooles Zeug zu verkaufen. Das und das. Kann ich das? Nee. Ja. Eine Armbrust. Ich weiß nicht. Und Bogen habe ich auch noch. Oh, der ist aber flink, du. Und recht zielsicher. Ja, vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, oder? Das ging daneben. Oh, ich habe gar nicht so viel Geld, sehe ich gerade. Das ändern wir aber gleich. Bam. Oh, was ist denn der hier noch? Unbekanntes. Oh, das muss ich ja noch mal noch entziffern. Bekannt machen, so gesehen, sozusagen. Wir kriegen dafür 3400, Halleluja. Einfach nur, weil ich es nicht tragen kann. Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich alles gar nicht so sehr. Ich überlege noch mit dem hier. Achso, hier sind noch mehr, Mensch. Ach, verdammt, ich hätte das über den verkaufen müssen. Ich habe das wieder vergessen. Scheiße.
Ach, scheiß drauf. Wir bleiben jetzt im Nahkampf. Achso, das kann ich auch noch. 700. Nice. Ach, das... Hier habe ich ja auch noch mehr. Mann, oh Mann. Ich habe jetzt wieder Kohle, aber... Ich muss. Kann ich für sie was kaufen? Plattenrüstung geht nicht. Halbplatte geht auch nicht. Kette nicht. Schuppe nicht. Nö, das hatte schon. Scheiße. Lebe wohl. Östlich. Das ist südlich. Sind wir aber völlig falsch. Aha, er ist wieder draußen. Der hat ja hier letztens irgendwo rumgespackt. So, da will ich noch schnell hin, bisschen auf jeden Fall Erweckungsschriftrollen holen. Herzlich willkommen. Hi. Du. Das kann weg. Fackel kann weg. Ich glaube, den hebe ich mir noch auf. Was habe ich hier noch? Weg des Abgrunds behalte ich. Auf jeden Fall 4 mindestens. Ach, ich mach mehr. Ich könnte jetzt natürlich Feen wie Theo, das benutzen die ja nicht, die Knaller. Ach so, Moment. Gott sei mit euch. Der hat hier noch Unbekanntes. Auch Feen. Krasser Scheiß. Herzlich willkommen. Blutbeutel ist so teuer. Ach so, weil der 5 Aufladungen hat, aber das sind ja... Ich weiß nicht. Aber der hat ansonsten nur noch Flaschen. Oder die großen, aber die sind nur sehr teuer. Von den Steinen hat er gar nichts irgendwie. Kein Nieten. Oh, die sind aber günstig eigentlich. Machen plus 100. Also günstig, aber im Gegensatz zu dem Zeug. Ist natürlich jetzt auch so die Überlegung. Ich meine, die Flaschen hier, die sind ja ein bisschen zu... Ach so. 25 müsste ich 4. 6 mal 4 ist 42. Ja, so 250, 260. Wäre ein Stück günstiger eigentlich als die. Aber da müsste ich so viel mitnehmen. Und die Blutbeutel wären eigentlich auch ganz praktisch. Da würden sie vielleicht ab und zu mal welche benutzen. Wie mache ich es denn? Ich kaufe mal 4 Blutbeutel für jeden. Und... Oh, der hatte nur 1. Oh, shit. Dann kaufe ich halt... Mach ich so, damit sind wir wieder fast pleite. Gott sei mit euch. Aber wir haben ordentlich Blut. Das kriegt alles wieder der Christoph. Weil die mir viel zu inflationär mit dem Gesoff umgehen. Also sie kriegt 1, er kriegt 1. Ach Quatsch. Was soll's? Wir kriegen alle 2. Du bist doch blöd. Wir kriegen alle 2. Eigentlich könnte ich denen auch 3 geben. So viel wie ich habe. Du kriegst noch eins. Das geht alles an dich. Oh, da habe ich jetzt aber viel Zeug. Das bleibt hier drinnen. Jo. Ja, gut. Dann kann ich ja jetzt das Spiel beenden. Nee. Aber ich nehme schon wieder 9 Minuten auf, sehe ich gerade. Und ich habe nichts weiter gemacht, außer den Stuff verkauft. Es dauert leider immer ein bisschen, aber es... Gehört halt dazu. Wo geht's hier raus? Da lang. Hier bin. Ja, dann wäre es hier rum eigentlich schneller. Oh, der ist wahrscheinlich gerade eingenickt. So fast. Genau. Die nördliche Ringstraße.
Horse. Die müssen sich das trotzdem mal so ein Ding gönnen, dass die hier mal wieder volles Leben, oh Quatsch, volles Blut haben. Und damit es aufgeht, kriegt er auch noch eins. So, und hier ist auch schön. Und da gucke ich hier nochmal. Oh. Da muss ich doch nochmal hier hin. Da habe ich irgendwie jetzt nicht dran gedacht, dass ich das ja auch noch machen könnte. Ich mache hier einfach nochmal Stärke und Geschick. Und Widerstandskraft. Das lasse ich so ein bisschen. So, und er kriegt auch nochmal ein bisschen hier, aber... Achso, Trinken hat er auch schon recht hoch. Heilung muss nochmal ein bisschen. Und... Obwohl, eigentlich ist er schon... Ja, gut. Schon ziemlich hoch, wollte ich sagen. Moment, sie auch nochmal Heilung trinken. Und ich wollte gerne... Oh, das ist schon wieder alle. Er geht auch noch eins auf Trinken und mehr Stärke. Ja, soll erstmal so reichen. Dann speichere ich hier mal fix. Ja. Ja, sorry für den kleinen Schnitt. Da wurde ich wieder ganz rüde unterbrochen. Und musste da tatsächlich mit der Person auch noch reden. Also das gibt's ja wohl gar nicht. Aber wir gehen jetzt zurück. Wir haben alles gemacht, als ja, was es so gab. Und wie sieht das hier aus? Eigentlich ganz gut. Und dann gehen wir hier zu den Gargülen. Ich möchte meine neu gewonnenen kainitischen Sind Glück nur Neugeborene? Das ist das Gildehaus der Tremere ungebeten zu betreten. Den lasse ich mir mal schmecken. Obwohl, wenn ich den jetzt absetze, müssten sie eigentlich alle draufhauen, ne? Jo. Achso, ich war ja noch gar nicht frei aufgeladen. Naja, ist egal. Ist egal. Oh, ein großes Schild. Oh, der ist sogar ein klein wenig besser. Das lief ja ganz gut. Haben uns zwar ein wenig überrascht, so. Kommt rein und schon kommen sie an. Ja, das wird wohl eine Wand sein. Also, echt düster hier. Ich meine, das ist ein düsteres Spiel, aber... Muss denn deswegen alles so dunkel sein? Ich gucke mal ganz kurz Anzeige. Da hätte ich... Ich würde gerade sagen, da hätte ich auch früher drauf kommen können, aber... Ist ja schon ganz oben. Scheiße. Achso, hier ist eine Tür. Hätte ich doch glatt übersehen. Oh, es geht nach draußen. Kommt schon! Ich möchte meine neu gewonnenen kainitischen Kräfte testen. Das hier ist kein Platz für euch. Geht doch jetzt mal hier irgendwo. Achso. Ist ja mal wieder frech. Tippig. Sag mal hier. Geistige Berührung. Das ist so ein Zeugs, was ich gar nicht brauche. Aber man kann es natürlich verkaufen und gut Geld draus machen. Ist hier irgendwas so im Dunkeln? Nö. Aha. Jetzt geht es ja auch noch raus. Oh. Ein. Naja, Geheimgang würde ich jetzt nicht sagen. Ist ja nicht wirklich geheim. Aber hier geht es in eine Art Höhle. Klingt ein bisschen wie bei Minecraft, wenn man gerade das Zeug abbaut. Oha. Mal sehen, wie die reinhauen. Wahrscheinlich wie die. Ich hasse diese elenden Gargülen. Wie die Golems. Wobei der recht einfach ging jetzt. Aber es könnte alles Glück gewesen sein. Denn das wird alles ausgewürfelt. Soweit ich das verstanden habe. Also das wird wohl wie bei den Pen and Paper Spiel sein. Die können ja rein theoretisch hier hochfliegen, oder? Ich hab keine Ahnung. Gehe ich jetzt wieder zurück, eigentlich? Ja, mache ich.
Ja, ich dachte, ich guck mal wieder hier hin, ob da jemand ist, aber nö. Da ist mal wieder keiner. Das Blöde ist hier, dass die ja immer nur von Menschen trinken können und anderen Vampiren. Also von Gargülen und anderem Zeugs. Gut, dass sie jetzt von einem Golem nicht trinken können. Oder einem Skelett, ist schon klar, aber so irgendwelches anderes Viehzeug. Feuerball. So ein Feuerball-Junge. Hä? Ich dachte, hier geht's weiter, aber hier gab's nur ein bisschen Zeug. Mal wieder ein übelstes Schwert. Also ein übel großes. Oh, ein Diamantring. Oh, wie nett von euch. Wie geht's lang? Oh, okay. Das war ein bisschen sehr dunkel gerade. Gehen aber recht gut. Oh, da hat er mir ein bisschen guten Schaden reingekloppt. Aber die gehen einfacher als diese... Ich will nicht sagen beschissen, aber doch beschissenen Lords. Der Tremere. Überhaupt die Tremere, die sind irgendwie ein bisschen blöd. Also nicht... Ja doch, auch so als Person. Aber ich meine eigentlich... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aha. So als Gegner. Vorwiegend. Geht's wieder raus? Ach, hier ist direkt wieder einer. Ich werde mal Stärke reinhauen. Oha. Aber geht eigentlich ganz gut so. Hätte ich mir... Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Was ist denn hier noch? Eine Kiste. Mehr nicht. Zwei Kisten. Das hatte ich eigentlich nicht gemeint mit meiner Frage. Aber egal. Oh ja, yeah. Der Schriftrolle ist ja weg. Muss hier. Jetzt kann ich... Kann der das alles noch tragen? Ach ja, der hat noch leeres Inventar. Gebe ich dem mal wieder den ganzen Müll hier. Hier hast du ein schönes Kettchen. Oh, das konnte eigentlich sie bekommen. Das auch. Ne, den wollte ich eigentlich mal benutzen. Hier, Feuerball, Feuerball. Oh, Feuerball. Hä, hab ich da... Aha. Mein Adlerauge doch noch ein paar Silbermünzen erspäht. Weiter nach unten. Die Höhle. Des Löwen oder Gargülen. Oh, jetzt. Oh, ich bin umzingelt. Oh, was ist... Achso, ist auch ein Gargül. Gargül. Ups. Ach, ich dachte, der wäre schon hinüber. Gehen die alle nur auf mich, oder was? Ich meine, ich bin der mit dem Schild, also eigentlich. Ich kann es ja verkraften. Theoretisch. Ich mir mal hier zwei Schlücken gönnen. Oh ne, da wollte ich gar nicht hin. Naja. Wo lang denn jetzt? Du könntest mal noch den anmachen. Und das nützt uns nicht wirklich was. Ist ja immer verdammt dunkel ist. So, hier lang. Nee, hier lang. Nee. Und wo komme ich denn? Ah, bestimmt hier lang. Oh, das sieht nicht gut aus. Also, ich meine, wir haben die ja jetzt alle schon kalt gemacht und alle einzeln, aber wenn die ihre ganzen Leute zusammengetrommelt hätten, plus die Gargülen, na, da frage ich mich, wie die überhaupt irgendwie verlieren konnten. Oder welchen Krieg die verlieren könnten. Ich meine, gut, wir haben zu viert, haben wir denen ihre halbe Armee aufgerieben, aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben so viel Kram, so viel... Hier von den Viechern, von den Leuten und diese Kleinen und Golems und so. Wenn sie die alle nehmen würden und losmarschieren, die könnten doch
Der hätte da Clans kaputt machen, aber die sind halt wieder doof und warten auf irgendetwas. Oh, hier hinten ist zweimal unbekannt. So, du musst dich mal heilen. Irgendwie macht ihr das immer nicht so von selber. Du auch? Ach so, und du erstmal. So. Na? Was macht er denn schon wieder? Was macht er denn für Faxen? Hier sind einfach nur ein paar Tote. Ach, schade, ich dachte. Ich denke mal, hier sind Ratten drin, aber nö. Es sind Sachen drin, die gar nicht reinpassen. So. Und was das für unbekannte VTs sind und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis. Jetzt halt an. Bis dahin. Tschüss.